Ja, schönen Abend. Es ist 19 Uhr. Ich hoffe, es verstehen mich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ich gerne begrüßen möchte heute Abend. Allen voran möchte ich begrüßen unseren Landesfeuerwehrarzt Dr. Clemens Nowak, der uns gleich begrüßen wird, also die Teilnehmerinnen begrüßen wird. Dann den Ingenieur Anton Kitzmüller, der dann durch das Tutorial führen wird. Ein herzliches Grüß Gott auch an die Bezirksfeuerwehrärzte, an die Bezirksfeuerwehrkommandanten, an die HW für FMD und EDV und an die OAW für FMD und EDV. Wie man der Titelfolie schon entnehmen kann, geht es heute um das Thema Anrechnung der Alternativen für die Erste-Hilfe-Ausbildung im CYBERS. Dieses Thema drängt sich ja schon seit längerem auf und ich möchte kurz das Programm vorstellen. Eben wie bereits erwähnt, erfolgt gleich die Begrüßung von LFA Dr. Nowak. Dann gibt es eine kurze Einführung in die Thematik von mir. Und im Anschluss erfolgt dann ein direktes Tutorial im CYBERS durch Herrn Ingenieur Kitzmüller. Gleich vorweg, bitte die Fragen in den Chat stellen. Wir werden uns bemühen, sie im Laufe dieses Webinars direkt zu beantworten, beziehungsweise falls wir eine Frage nicht sofort beantworten können, werden wir die Frage mitnehmen und dann später zur Verfügung stellen, die Antwort. Das bringt mich gleich auf das nächste Thema, denn das Webinar wird grundsätzlich aufgezeichnet und die Fragen und die Antworten werden auch zur Verfügung gestellt. Wir werden dann alles zeitnah auf unsere Homepage des Landesfeuerwehrverbandes stellen und dann die entsprechenden Informationen an alle zur Verfügung stellen. So, und jetzt gleich wird unser Landesfeuerwehrarzt Dr. Nowak kurz zu uns sprechen. Ich hoffe, es funktioniert. Hört man mich? Ja, liebe Kameradinnen und Kameraden, darf ich alle herzlich begrüßen. Es freut mich, dass so viele sich die Zeit nehmen und sich das anschauen. Ich glaube, das ist ein Thema, das ist wirklich schon länger nötig war, aufzuarbeiten. Ich kann mich erinnern, bei meinem Truppführerlehrgang habe ich damals diskutieren müssen, weil ich einen 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs gehabt habe und ich habe dann erklärt, mein Notarztdiplom müsste auch reichen, aber es war natürlich nicht geregelt und das haben wir jetzt alles aufgearbeitet. Herzlicher Dank in diesem Zusammenhang auch an die Luise Ettmeier und den Toni Kitzmüller und auch an die Marie-Sophie Galler, dass sie sich da so verdient gemacht haben und dass auch diese Fortbildung organisiert und zusammengestellt haben. Ich möchte nur kurz eines erwähnen. Unabhängig von dem jetzigen Thema, wir werden in den nächsten Tagen ein neues Formular für die Artenschutztauglichkeitsuntersuchung online stellen. Wir haben das jetzt schon getestet und zwar es geht darum, wir haben zusammengelegt in einem Formular die Untersuchung für Artenschutztauglichkeit für Taucher und für Höhenretter. Weil es immer wieder vorgekommen ist, dass untersuchende Ärzte für jede Untersuchung extra verrechnet haben. Jetzt haben wir das in ein Formular gegossen und versucht, da ein bisschen das zu vereinfachen. Da stehen dann auch drauf, wie lang im Normalfall die Gültigkeiten der Untersuchungen dauern. Wird spätestens Ende der Woche online sein. Und ich bitte euch, dass eure untersuchenden Ärzte dann darauf hinweist und dass ihr vielleicht also ein Formular ausdruckt und zur Verfügung stellt, beziehungsweise den Link dann weitergibt, dass das gerne mal auch Standard wird. Gut, dann will ich nicht länger aufhalten und übergebe das Wort wieder an die Luise. Besten Dank. Herzlichen Dank, Clemens. So, ich hoffe, man sieht jetzt wieder die Präsentation. Genau. Grundsätzlich einmal zur Ausgangslage, eben wie der Clemens schon angesprochen hat, ist für einige Ausbildungen wie beispielsweise den Grundlehrgang oder auch Leistungsprüfungen ein gültiger 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs Voraussetzung. Ich habe da jetzt beispielsweise auch die technische Hilfeleistungsprüfung und die Branddienstleistungsprüfung angeführt. Wie gesagt, es gibt eine begrenzte Gültigkeit dieser 16 Stunden Erste-Hilfe-Kurse von bis zu 5 Jahren. Und viele Kameradinnen und Kameradinnen verfügen über eine entsprechende Ausbildung, die man als höherwertig bezeichnen kann. Beispielsweise, wenn sie den Berufsgruppen Diplom-Krankenpflegepersonal oder Ärztinnen, Arzt angehören
oder hauptberuflich als Rettungssanitäterinnen und Sanitäter tätig sind, beziehungsweise über Zusatzausbildungen verfügen, sprich bei ehrenamtlichen Rettungssanitäterinnen oder ehrenamtlichen Personal. Sprich, das ist eine höherwertige oder gleichwertige Qualifikation. Und wie behandelt man solche Personen? Wie kann man das im Servus so erfassen, dass die Personen nicht einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren müssen und der dann eingetragen wird, sondern dass man die Ausbildungen, die bereits vorhanden sind, auch im Servus eintragen kann. Wir haben da jetzt auch eine kurze Aufstellung zu der zeitlichen Begrenzung der Anrechnung. Man sieht es da, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter wird mit einer Dauer von 5 Jahren angerechnet, Maximum. Dann eine gleichwertige Ausbildung aus dem EU-Ausland, sprich Rettungsassistent in Deutschland beispielsweise auch 5 Jahre, diplomiertes und Gesundheits- und Krankenpflegepersonal auch 5 Jahre und Pflegefachassistent und Pflegeassistent auch 5 Jahre. Bei Ärztinnen und Ärzten ist die Anrechnung des Erste-Hilfe-Kurses dauerhaft. Die 5-Jahres-Begrenzung ist sowohl für aktives als auch für passives Rettungs- und oder Pflegepersonal vorgesehen. Sprich, wenn jemand passiver einen Rettungssanitäterkurs gehabt hat, so wie es bei mir war, ich war jahrelang Rettungssanitäterin, bin jetzt nicht mehr Rettungssanitäterin, dann gilt der Stichtag, ab welchem die Zulassung zu meiner Rettungssanitätertätigkeit erlischt, bis dorthin 5 Jahre und danach müsste eben ein Erste-Hilfe-Kurs nachgewiesen werden. Für aktive Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter muss man halt alle 5 Jahre schauen, dass man einen entsprechenden Nachweis bringt. Ja, zum FAQ, weil eben da die HW-FMD und ORW-FMD und EDV hier anwesend sind und die Bezirksfeuerwehrärztinnen und Ärztinnen, Gott sei Dank haben wir auch Bezirksfeuerwehrärztinnen, wer ist dazu berechtigt, diese Eintragung durchzuführen, also sprich lesend und schreibend? Hauptsächlich wird diese Aufgabe die HW-FMD des jeweiligen Bezirkes durchführen. Aber zusätzlich kann diese Aufgabe auch von den ORW-FMD, den HW-EDV, den ORW-FMD und EDV beziehungsweise dem jeweiligen Bezirksfeuerwehrarzt oder Bezirksfeuerwehrärztin durchgeführt werden. In der eigenen Feuerwehr, wer hat da die Berechtigung, diese Eintragung zu sehen? Also es ist nur eine Leseberechtigung. Einerseits eben der Kommandant, andererseits auch sein Stellvertreter, seine Stellvertreterin, der Schriftführer, die Schriftführerin und jeder, der eine Berechtigungsrolle namens 1a Überprüfungssystem hat. Und wie das Ganze jetzt konkret vonstatten geht, in unterschiedlichsten Fällen wird jetzt der Anton Kitzmüller mit einem Live-Einstieg machen und vorzeigen. Und ich gebe somit die Bühne frei für den Anton. Gut, hört man mich? Ja, der war auch recht herzlich begrüßen. Es ist ja heute fast eine Erstpräsentation, dass ein Tutorial live gemacht wird. Es ist ja äußerst in der heutigen Zeit. Aber ich werde euch das zeigen, wie das in Cybers ist. So, wir haben heute schon gehört, es sind einige Berufsgruppen. Wir haben das Ganze letztendlich in 2 Teilen gemacht, das heißt zwei Berufsgruppen. Das heißt, ganz einfach, wir haben es geteilt in Ärzte auf der einen Seite und bei der anderen Seite sind die Rettungssanitäter, die Rettungsassistent, die Pflegeassistentin oder Assistent und die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeschwester, Schwester sind ebenfalls in einer Gruppe benannt. Ich habe mich für das Tutorial heute, obwohl mir die Kompetenz fehlt und das Wissen fehlt und die Qualifikation, habe ich mich kurz als ORW für FMD eingetragen. Das heißt, im Abschnitt Lead-Start, das ist die unterste Stufe, wo man die Daten erfassen kann oder warten muss für die Leute. Und es geht dann rauf, die Luise hat es ja schon erklärt, zum HAW, FMD oder ORW, EDV und Bezirksfeuerwehrärzte etc. Das ist alles im Endeffekt ja dann
berechtigt, dort Daten zu ändern. Gut, jetzt steigen wir dann rein in Servos. Ich habe jetzt heute einen Grundlehrgang angelegt für einen Bezirk in Stadt, wo die Voraussetzungen vorhanden sind, dass man entweder einen Erste-Hilfe-Kurs braucht und aktuell mit der Überprüfung. Das heißt, dass ich in die 5 Jahre bin. Das zweite ist dann, dass ich eben den Rettungsassistenten eingetragen habe, den Sanitätsdienst oder Krankenpersonal. Wir werden das jetzt dann eindrucken, damit man das ersieht, wie das bei der Anmeldung vonstatten geht. Gehen wir mal ganz klar. Rein. Jetzt fällt mir da ein, Entschuldigung, jetzt fällt mir da ist das mein Hörbeiz gehört? Entschuldigung, nein. Gut. Und jetzt schauen wir mal ganz einfach an, ich möchte das ganz kurz einmal nur herzeigen, einmal eingangs jetzt, wenn ich mich anmelden möchte, ich nehme den Brandschalter Johann, das ist meine Testperson derzeit, und wenn ich den anmelden möchte, kommt man da zum Schluss jeweils die Prüfung, Erste-Hilfe-Kurs oder Überprüfungs-Sanitätsdienst oder Krankenpflegepersonal oder eben Arzt. Bei den ersten beiden ist Voraussetzung das Überprüfungssystem und beim Arzt selbst ist es dann nur die Einheit, die was aktuell im Mitgliederstamm aufscheinen muss. Die Prüfung selbst jetzt für die HAW, EDV, ORW, EDV, wenn das gewünscht ist im Bezirk, kann man das nicht so einstellen, dass das im Endeffekt, wenn man es trotzdem anmelden kann, aber auch wenn man die Prüfung nicht hat oder die Voraussetzung, aber die muss er dann zum Eintritt oder zum Beginn des Lehrganges dann vorweisen, weil es ist ja so eine Art weiche Prüfung dann, weil man letztendlich bei der Anmeldung, die passiert ja vorher, bevor es eigentlich dann letztendlich zum Kurs kommt. Und das kann man immer als weiche Prüfung definieren, aber das wissen die HWE, die VL am besten Bescheid, wenn man es im Bezirk dann selbst organisiert. Gut, jetzt gehen wir zurück wieder in den Personalstamm, das ist die Sicht von den OAW, FMD, wir gingen auf Bezirk, auf dem Abschnitt Linz-Stadt in dem Fall. Und jetzt werde ich da einmal beim Brandstätter Johann, den haben wir eh schon gesehen, werde ich einmal die Einheit eintragen, weil die fehlt mir momentan noch. Und der Personalstand ganz einfach. Eine Zuordnung hinzufügen, die Berechtigung habt ihr inzwischen bekommen. Es ist die Einheit Sanitätsdienst oder Krankenpflegepersonal. Man hat jetzt schon gesehen, es ist auf Ebene des Abschnittes einzutragen. Berecht zu berechtigen her, in dem Fall bei der Feuerwehr St. Magdalena. Und ich gebe jetzt ein Vordatum, ein erstes Jahr 2021 und das Ganze speichert die mal ab. Gut, jetzt hat er mal vorweg die Einheit eingetragen, ist aber noch immer nicht berechtigt, weil er ja natürlich eine gültige Prüfung braucht, damit er eben da das Ganze auch, dass man das abgeschlossen hat, das heißt, man tragt ihn dann im Überprüfungssystem diesen Eintrag gleich einmal da ein. Das heißt, er hat erstens 2.2.2021 die Prüfung gemacht, man kann dann nur sagen, wer die Prüfung abgenommen hat, hat die bestanden und speichert die einmal ab. Und das ist eh in Servos üblich, dass dann im Endeffekt der Eintrag kommt. Und ich habe jetzt was vergessen, gleich mal vorweg, ich habe die Gültigkeit für 5 Jahre nicht eingetragen. Das heißt, für 60 Monate hat er den Eintrag, die Prüfung abgelegt
und hat dann das Ganze jetzt praktisch die nächsten 5 Jahre, wie es auch vorgeschrieben ist, eingetragen. Gut, das Ganze war's. Zurück. Und einmal dahingehend einmal erledigt. Ich habe dann noch einen zweiten, es ist ja jetzt ein Personenbrief von meiner Feuerwehr, das heißt, da kann ich auf Schreibrechte haben, auf Feuerwehrebene. Ich mache jetzt einmal einen Kollegen von der Feuerwehr Böstlingberg im Buch Pierre Martin, der was nicht zu meiner Feuerwehr angehörig gehört, und dem werde ich jetzt auch das als Recht des UAW für FMD das Ganze einmal eintragen. Aber den darf ich dann natürlich von meiner Berechtigung her nicht für den Lehrgang anmelden. Das möchte ich gleich einmal vorausschicken. Tue da wieder die Einheiten auswählen, suche mal wieder das Sanitätsdienst- und Krankenpflegepersonal ebenfalls und trage das ein mit dem Datum 1.1. Das kann ich dann wieder, dann muss ich die Daten natürlich nachher wieder löschen, nach der Vorführung, damit die nicht im System drinnen bleiben. Das gleiche wieder die Erweiterung, dass ich das eintrage. Das muss dann alle 5 Jahre erneuert werden natürlich, weil es doch 5 Jahre automatisiert vom System natürlich überprüft wird, automatisiert und dann in 5 Jahren das Ganze abläuft. Wird eingetragen, erledigt, zurück und zurück und das Ganze ist mit dieser Person im Abschnitt einer anderen Feuerwehr auch eingetragen. Gut, und dann gehe ich noch einmal zu den Herrn Maringer. Den trage ich jetzt die Einheit Arzt ein. Das ist die zweite Gruppe, was wir haben, der was auch lebenslang. Der eben wie gesagt, eine lebenslange Berechtigung hat, ohne dass er eine Prüfung ablegen muss oder eine Rezertifizierung machen muss, eine Zuordnung hinzufügen, wieder die Einheit und dann ist es ganz oben als Arzt, erste Eintragung und das genügt vorweg, das ist die Prüfung, die bei der Anmeldung für den Grundlehrgang nachher zählt. Das heißt, er hat die Einheit Arzt eingetragen. Ich habe da gerade einen Fehler gemacht. Ich habe es ihm auf der Offensebene für Eintragung gehabt. Verzeiht mir bitte das. Im Endeffekt die Eintragung. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen abprobiert, natürlich im Vorfeld. Gut. Und dann Frage zur Veranschaulichung noch eine Person ein. Und zwar bei Herrn Reindl Oppmer. Der legt jetzt ebenfalls so also eine Einheit an. Und wird aber die Überprüfung, damit man es sieht, die Überprüfung dahingehend ablaufen lassen. Das heißt, dass zwar Überprüfung eingetragen ist, aber die mit einem Datum, ein Enddatum im Endeffekt im Hintergrund hat. Gut. Einheit. Es wird das Spiel. Sanitätsdienst, Krankenpflegepersonal. Dann machen wir es 2015. So. Bei den Herren ist schon ein wenig länger aus und das sieht man auch, das kennen eh die ganzen Anwender von Servus, eben die grüne Blume, wann was aktuell ist und der rote Punkt, wann eben eine Überprüfung nicht mehr korrekt ist. Das heißt, oder die Kompetenz nicht mehr gegeben ist, aber Rezertifizierung wieder notwendig ist, wie auch beim Führerschein zum Beispiel und beim Fahrerführerschein der Untersuchung und bei manchen anderen Dingen auch. Gut, ich bin jetzt soweit mit der
auf mein Menü und werde jetzt dann wieder auf den Bezirk übergehen. Und bei Feuerwehr und werde jetzt versuchen, die Herren beim Lehrgang im klassischen Sinn anzumelden. Gut, wir haben erst einmal gehabt den Herrn Brandstätter. Da habe ich jetzt gesagt, wie es nicht funktioniert hat oder wie die Voraussetzungen nicht gegeben wurden. Und man sieht schon, er zeigt da die vier grünen Punkte oder die Bestätigungen. Das heißt, es ist eingetragen natürlich und die Feuerwehr kann diesen Herrn zum Lehrgang anmelden. Das Gleiche ist bei unserem Doktor, beim Herrn Maringer. Er hat da die Einheit Arzt angegeben. Ich habe schon gesehen, der braucht keine Überprüfung oder sonst was, sondern da genügt die Einheit, die eingetragene, die letztendlich ein Leben lang ja, bis zum Austritt dahingehend gültig ist. Speichern. Okay. Und dann hat man noch den Herrn Reindl, wo man eben die Überprüfung, wo die Überprüfung schon abgelaufen ist, also das Zertifikat im klassischen Sinn schon abgelaufen ist, wenn man sehen, was das System sagt. Ja, das fehlt einem ganz einfach. Das heißt, da fehlt dann der Button zum Anmelden hier. Das heißt, da muss entweder muss er das Zertifikat vorweisen und die Personen, die Zuständigen im ORW-Bereich, das heißt im Obstand oder im Bezirk, das muss sich dann jeder Bezirk selbstständig natürlich organisieren, dann die Daten eintragen und das Zertifikat, sofern er das abgelegt hat und das nachweisen kann, dahingehend dann eintragen und dann ist auch wieder berechtigt, dass man eben für die ganzen, für die Leistungsabzeichen oder für die Lehrgänge, wo eben das gefordert ist als Voraussetzung, dahingehend dann auch anmelden kann. Momentan geht es natürlich nicht. Ja, das Ganze haben wir dann selbstverständlich noch in unserer Wiki drin. Das heißt, das nennt sie Erste Hilfe Alternativausbildung. Da steht eh genau das eigentlich so drinnen, wie wir jetzt durchgemacht haben. Wir werden es natürlich auch dahingehend aktuell holen. Und je nachdem dann auch ja, nächste Woche das Herzagen oder übernächste Woche, Entschuldigung, da haben wir eine Besprechung bei der HAW EDV. Da werde ich das dann nur eingehender erläutern, was im Bereich im Hintergrund läuft bei den Voraussetzungen von den Lehrgängen, wo man die Prüfungen eintragt mit den ganzen und oder Kombinationen. Da werden wir das nur genau herzagen, damit man da auch das der Bezirk dann selbst organisieren kann mit den sogenannten, wie ich schon gesagt habe, eingangs, die sogenannte weiche Prüfung und die harte Prüfung. Harte Prüfung heißt immer, man kann ihn nicht anmelden, so wie in dem Fall. Eine weiche Prüfung ist, man kann ihn anmelden, aber das System zeigt dann den Organisator des Lehrganges, wo eben nur eine Voraussetzung zur Zeit der Anmeldung gefehlt hat. Und die muss er halt dann bei der Anmeldung des Verortes dann dahingehend nachweisen. Das wird dann im System angezeigt und muss dann bei den jeweiligen Veranstalter eben organisiert werden, so ähnlich wie bei einem Bewerb. Gut, Luise, ich bin mit dem Live-Tutorial jetzt einmal fertig und schalte wieder zurück ins Studio. Ja, vielen Dank, Toni. Ich habe da so eine Frage im Chat und zwar, die Frage war, Moment bitte, soll bei den Eintragungen der Abschnitt oder die Feuerwehr ausgewählt werden? Vielleicht kannst du dazu nochmal schnell was sagen, bitte. Du müsstest dein Mikrofon nur einschalten, bitte. Ja, grundsätzlich sollte als Dienststelle die Feuerwehr. Weil der Feuerwehrarzt ist bei der Feuerwehr, der Sanitäter ist bei der Feuerwehr Mitglied und darum gehört auch die Berechtigung oder die Qualifikation auf Feuerwehrebene eingetragen. Vielen Dank.
Ich habe da jetzt nur ganz kurz noch eine Frage und zwar zu den Dokumenten, wie die hochgeladen werden. Müssen die den Einheiten auch entsprechende Dokumente hinterlegt werden? Du hast gesagt, das wird bei den EDV, bei den HW-EDV nun genauer erläutert. Ist das richtig? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass man bei den HAWEDV das genauer erläutern mit Okay, den Kombinationen von der bitte. Prüfung her. Mit den Dokumenten, was dazu hochgeladen wird, während das ist jetzt die Sache der Verantwortlichen, ob man die Dokumente hochladen kann dazu oder nicht. Das muss man jetzt dann entscheiden. Sage ich mal, wir vertrauen natürlich, wir haben die Datenverarbeitung im Endeffekt in die Höhe gestellt, das heißt Richtung Abstiegsfeuerwehrkommando, wo man auch den Leuten dahingehend ja eine Vertrauensbasis entgegenbringt und es muss von verantwortlichen Seiten Landeswerbekommando oder von dir entschieden werden, ob Dokumente nachweislich als Nachweis hochgeladen werden müssen oder nicht. Das ist ja keine technische Frage, das ist eine organisatorische Frage. Verstanden. Ja, Clemens, möchtest du dazu was sagen? Dann gibst du mir Handzeichen, ansonsten. Handzeichen oder nicht? Okay, nicht. Okay, dann gehe nochmal zurück auf meine Präsentation. Und zwar sind wir eben, wie gesagt, eh schon am Ende. Da ist der Link, wo man die ganzen Informationen auch finden kann. Die Präsentation wird eben wie auch das Webinar auf die Homepage des OÖLFV gestellt. Mit diesem Link kann man dann auch wirklich nochmal alles nachlesen. Und das bringt mich mittlerweile zum Ende dieser Veranstaltung, die relativ kurz und knackig jetzt stattgefunden hat. Falls irgendwelche Fragen sonst noch offen geblieben sind, einfach eine E-Mail an mich. Die meisten kennen mich Gott sei Dank eh. Maria-Luise.etzmeier@oelfv.at. Dort werden wir dann alle offen gebliebenen Fragen noch beantworten. Ich schreibe die E-Mail-Adresse gleich noch in den Chat für alle sichtbaren, falls noch irgendwas offen ist und wünsche euch noch einen schönen Abend. Warte mal, Luise, Vielen. warte mal, warte mal, Ja? Entschuldigung. Der wird da kurz was sagen, ich habe die Hand Natürlich. gehoben. Und zwar geht es um Folgendes: Wir haben ja dann, ich habe schon erklärt, die Einheiten, was angelegt werden, die haben wir mit einem Fonddatum. Und es geht immer natürlich auch ums Beenden. Im klassischen Sinn, bei einem Arzt ist natürlich klar, das bleibt immer offen, es wird erst dann beendet, wann er von der Feuerwehr austritt oder den Dienst beendet, dann geht es automatisch mit den Assistenten, mit Personalassistenten, wo dann alle offenen Einheiten mit einem Endedatum versehen werden. Es geht automatisch. Das Zweite ist dann, wenn natürlich, es könnte ja sein, dass ein Kamerad, Kameradin im Endeffekt die Zertifizierung nach 5 Jahren, da redet jetzt von seinem Rettungssanitäter, nach 5 Jahren nicht bringt und einfach, sage ich jetzt einmal, keine Rezertifizierung mehr macht, dann wird das Ganze ungültig. Und dann hat natürlich die Feuerwehr immer die unschöne Ansicht mit dem roten Punkt. Und da muss dann natürlich auf dieser Ebene, wo die Rechte sind, in dem Fall auf Abschnittsebene, wenn das Mitglied nicht aus der Feuerwehr austritt, die Einheit einfach beendet werden. So eine ähnliche Funktion haben wir beim Feuerwehrführerschein, wenn eben eine Person, ein Feuerwehrkamerad, Feuerwehrkameradin die Untersuchung immer macht und der Feuerwehrführerschein läuft ab, das heißt von der Überprüfung her, und hat man den roten Punkt, dann genügt im Endeffekt eine Mitteilung an die obere Stelle, die dann letztendlich auch die Einheit beendet und dann ist auch die Ansicht wieder richtig gestellt und das heißt, es ist dann kein unschöner roter Punkt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag drinnen, sondern es ist einfach in der Historie drinnen und ja, ist vielleicht etwas schöner von der Ansicht her. Gut, danke. Ja, herzlichen Dank zum Thema Aussendung seitens des LFK. Das muss nur entschieden werden. Es ist schon mal in einer Bezirksfeuerwehrkommandantenkonferenz angekündigt worden, dieses Thema. Wir werden uns dann natürlich nur mit dem Landesfeuerwehrarzt und mit dem Robert Meyer auf jeden Fall nur werden wir uns nur absprechen. Und auf jeden Fall die Informationen von Wikipedia sind jetzt schon
Erforderlich. Nicht erforderlich, sondern jetzt schon zugänglich und können jetzt schon abgerufen werden. Das heißt, der Link ist schon, funktioniert schon. Und wie gesagt, falls noch irgendwelche Fragen offen sind, meine E-Mail-Adresse habe ich jetzt in den Chat reingeschrieben. Die Präsentation wird online gestellt, das Webinar wird online gestellt zum Nachschauen. Und dann darf ich mich verabschieden und einen schönen Abend wünschen. Herzlichen Dank für die Teilnahme.